Stole, nach dem Spiel gegen Leverkusen, jetzt Hoffenheim am Wochenende. Wie konntest du die Mannschaft einstellen auf die Partie? Ich glaube, wir sind klar. Wir haben ein bisschen Probleme mit Verletzungen und Quarantäne in Abwehr. Aber das muss andere spielen klar sein. Und das glaube ich, dass wir haben Möglichkeiten, ein bisschen Rotation zu machen. Aber wir können auf... ja, ich weiß, dass wir eine gute Mannschaft, ein gutes Startelf am Samstag spielen will. Und ich freue mich vor dem Spiel. Wir sind klar, die Stimmung ist gut und wir wollen sehr gern unsere erste Sieger zu Hause. Das ist klar. So, ja. Wie schätzt du die TSG Hoffenheim ein? Die sind sehr stark gestartet in die Saison. Ja, er ist eine Mannschaft mit sehr vielen Offensivmöglichkeiten. Mit großen Möglichkeiten in die mit die Außen- Mittelfeldspieler, die Stürmer und die Spieler hinter der Stürmer. Diesen Spielern immer wechseln Positionen. Das ist schwierig für die Gegner. Und wir muss kompakt stehen und wir muss alle zusammenarbeiten beide Wegen. Das glaube ich war geheimlich zu unserer gute Leistung gegen Leverkusen.